Beim letzten Mal haben wir gegen einen Griok gekämpft, wenn man das so nennen kann, und angefangen, das Plateau zu erkunden. Ich wurde zur verlassenen Zentralmine geführt, wo ich die Bautomatik freigeschaltet und Koga wiedergesehen habe. Als Belohnung ist diese Truhe gespawnt, die wir jetzt öffnen werden. Wir waren genau hier. Ey, ich hoffe, ich werde jetzt nicht enttäuscht, ne? Ich hoffe einfach wirklich, ich werde jetzt nicht enttäuscht, weil dann wäre es eine ziemliche Blamage, dass wir genau hier beim letzten Mal aufgehört haben. Rein da. Was kriegt man für den Koga-Fight? Enormer Sono-Energiekristall. 100! Das ist gut. Okay, also es ist jetzt nicht so krass, aber es sieht schon wichtig aus, denke ich. Was ist eine Episode, bitte? Also ist es so eine Sidequest, die sich andauernd erneuert oder was? Weil ich blick's nicht ganz. Das ist doch einfach eine Sidequest, mehr oder weniger, oder? Diese Bauplan-Steinplatte überreichen. Was? Junge, was denn jetzt schon wieder? Konstruktionszeichnung, mit der zum Beispiel ein Fahrzeug der Sonau nachgebaut werden kann. Jo, nein. No way. Das heißt, wir haben so Presets quasi. Wir haben Presets, mit denen wir arbeiten können. Wir können uns quasi automatisch ein Flugzeug bauen, ohne irgendwie das selbst zusammenbasteln zu müssen. Das ist ehrlich krass. Das ist ja zu edel einfach, ohne Spaß. Okay, let's go. Dann nehmen wir das Flugzeug, stellen es hier rein und düsen einfach mal los, würde ich sagen, oder? Ah, das ist schon cool, das ist schon cool. Ich meine, wir können immer noch nicht steuern, aber es ist trotzdem ganz nice. Egal, passt schon, passt schon, passt schon. Ja, egal, ist in Ordnung. Oh, Moment, Moment, Moment. Minen im Heiliatal, wenn ich doch eh gerade schon mal hier bin. Wir haben nämlich eine alte Karte gefunden beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal, ich weiß gar nicht mehr. Und ich will jetzt mal gucken, was die mir ausspuckt. Was ist hier an der Stelle? Es gibt so viel zu entdecken einfach. Oh, hier ist ein Irrlicht. Sehr interessant. Können übrigens von den Irrlichtern inzwischen die Dunkelhose kaufen. Ah, lol, hier. Wahrscheinlich ist es die Truhe, oder? Okay, die wurde extra markiert mit der alten Karte, aber warum? Bitte was? Einfach eine neue Hose, mit der wir anscheinend im Dunkeln leuchten. Wie nice, Digga, ist das cool. Alter, ist das wild, wirklich. Junge, es gibt so viel zu entdecken. Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass wir eine neue Hose kriegen, aber okay, cool. Hier vorne hätten wir auch noch eine. Dann lass mal kurz noch hier zum anderen Kreuz gehen. Vielleicht ist da noch ein anderes Teil von dem Set. Das wäre ganz cool, denke ich. So, aber ich kann jetzt nicht, von hier aus kann ich jetzt nichts bauen, ne? Oder kann ich das wirklich aus dem Nichts bauen? Ich könnte das ernsthaft bauen. Ich könnte einfach Dinge aus dem Nichts bauen oder was. Obwohl ich gerade keine Teile um mich rum habe. Wie geisteskrank wäre das denn bitte? Medium Daphnos-Tal. Ich meine, das Leuchten ist jetzt nicht zu krass, aber ich glaube, wenn man alle drei Teile kombiniert, könnte das schon ganz hilfreich sein, denke ich. So, oder was ganz anderes. Nee, okay. Tatsächlich das andere Teil dafür. Ja, okay, und jetzt leuchten wir schon ein bisschen weiter. Ja, das ist doch schon sehr praktisch. Und das sieht vor allem richtig cool aus. Ich würde jetzt aber eigentlich ganz gerne wieder aufs Plateau zurück. Das Problem ist nur, hier ist eine Wurzel. Das heißt, hier befindet sich auch ein Schrein. Dann müssen wir aber nochmal vom Turm hier drüben aus rüber. Wir kaufen uns erst eine neue Batterie. Bei dir konnte ich, glaube ich, eintauschen. Ja. Oh mein Gott, was? Ich dachte, der gibt mir eine ganze Batterie und nicht ein Drittel einer Batterie. Gott, das wird teuer. Junge, wie viele gibt es? 8 Batterien gibt es, ne? Ich glaube, bis zu 8 Batterien mal 3. Das heißt, wir brauchen 2400 Energiekristalle. Oh mein Gott, wird das dauern. Mhm. Zusatzbatterie, let's go. Ja, okay, okay. Übrigens auch Irrlichter können wir auch hier direkt einlösen, wenn wir schon mal hier sind. Hier, Irrlichter. Einmal das Dunkelgewand, bitte. Hat keinen Effekt, erstmal zumindest. Aber es ist halt Dunkelgewand, wir sind Darklink, das ist cool. Vermutlich wie in BOTW Nightspeed. Ja, aber in BOTW konnte man es nicht upgraden. Hier kann man es anscheinend upgraden, weil es hat jetzt eine Stärke von 3 und in BOTW hat es jeweils nur eine Stärke von 1. Was stark darauf hindeutet, dass man es upgraden kann. Was ist das da oben, bitte? Junge, es kann nicht sein, dass wir alle 2 Meter irgendwas Neues entdecken. Wirklich jetzt mal. Ein Gorone, hallo. Ich habe einen riesigen Turm gebaut, sieh mal. So reden Goronen übrigens. Ganz oben am... Entschuldigung. Ist eine große Glocke, okay, ja? Ich finde, die eignet sich toll für eine Kraftprobe. So, hau den Lukas, oder was? Richtig laut anschlagen. Das ist eine Kraftprobe. Klang. Wirf was Großes auf die Glocke, so fest du kannst. Okay, 30 Rubine habe ich. Es ist alles teuer, es ist richtig teuer alles, wirklich. Das hier ist nämlich eine Sprungfeder. Habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ich glaube, man kann die sich auch an Schilde dran basteln. Ich denke, wir machen jetzt einfach mit dem Stein irgendwie. Weil der macht gut Klong. Komm schon, bitte. Das ist doch eine Feder. Ich dachte, das ist eine Feder. Niemals wird das funktionieren. Ah, lol. Okay, dann verstehe ich. Dann verstehe ich, denke ich. Wir brauchen jetzt ganz viele Teile quasi, um Höhe zu stapeln, okay? Dann machen wir das noch hier dran. Scuffen, was machen wir hier eigentlich? Trust me, es wird funktionieren. Let's go! Es hat funktioniert, es hat funktioniert, okay. Jetzt ist es auch fast an der Glocke dran, tatsächlich schon. Und jetzt müssen wir nur noch hier auf den Stein draufsteigen. Ja, okay. Pass auf, wir machen jetzt so. Wir halten das kurz hier hoch. Und dann lassen wir es fallen und beeilen uns. Beeilen uns ganz, ganz schnell, ja. Und jetzt machen wir Zeitumkehr. Wir grabben uns den Stein wieder aus der Luft. Pass auf. Alter. Ja. Sehr schön. Let's go. Und jetzt, Achtung, jetzt haben wir's. Mein schönes Konstrukt. Nein. Es hätte doch fast funktioniert. Och, komm schon. Aber ich finde es wunderschön, was ich hier gebaut habe. Wirklich jetzt mal. Warum geht's nicht? Hater würden sagen, es hängt damit zusammen, dass der Stein ein bisschen für ein Ungleichgewicht sorgt. Aber ich finde, das ist Schwachsinn. Also, das kann es nicht sein. Let's go. Achtung. Und jetzt. Junge, das gibt es doch nicht. Was machen wir denn hier? Achtung, wir machen einfach so. Zack, 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 zack.
Digga, warum gongt das denn nicht? Lass mich verarschen. Das ist die dümmste Scheiße, die ich jemals gemacht habe. Nee, wirklich nicht. Nicht cool, Mann. Nicht cool. Er gibt mir nicht mal irgendwas dafür. Alles klar, Digga. Er gibt mir nicht mal irgendwas dafür. War das eine dumme Zeitverschwendung gerade? Da sind wir wieder auf dem Plateau. Oh, hallo, Bre. Alter, das gibt's doch nicht. Warum treffe ich denn nicht? Drück ihm Header. Danke. Okay, ich hab ihn. Let's go. Ich hab ihn. Und er droppt gar nichts außer seinen Topaz-Stab. Ich hatte bisher tatsächlich keinen Topaz, ne? Das ist das erste Mal, dass ich irgendwie Topaz begegne in irgendeiner Form. Machen wir erstmal den Schrein hier unten. Also, hier war ein Gegnercamp früher. Und jetzt ist hier der Ryogok-Schrein. Darunter ist die, Goir-Wurzel. Ich bin so smart. Kraftübertragung. Das hatten wir tatsächlich schon im Windtitan. Genau diese Aufgabe hier. Zack, wir killen uns einfach nämlich hier dran. Und damit geht sich das andere mit. Es ändert echt total an den Windtitan, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber auch das hier hatten wir genauso im Windtempel. Sag nicht, dass das geht, oder? Hä, ist das dumm? Hä? Okay, so sollte man es definitiv nicht machen, aber es geht halt auch. Pech, Nintendo. Mächtiger Konstruktbogen. Ah, danke schön, der gefällt mir sehr gut. So, das war auch die einzige Truhe. Easy, meine Lieblingsfähigkeit. Ich weiß es nicht. Ich glaube tatsächlich nicht Synthese, obwohl ich es am Anfang gedacht hätte. Ich glaube eher, ich glaube Zeitumkehr ist das Coolste. Sehr schön, haben wir es geschafft. Ist das Spiel ein Kauf wert? Ja, das ist ungefähr das Dreifache vom Preiswert. Bin ich... Oh mein Gott, was ist das denn? Das ist sogar die gruseligste Scheiße, die ich jemals gesehen habe. Ach du Scheiße, bin ich gerade erschrocken. Ja, ich habe einen getroffen. Alter, wie tankt das denn bitte? Das ganze Wetter verändert sich. Bruder, was ist denn jetzt los? Ach du Scheiße, wirklich jetzt mal. Okay, es verschwindet. Es ist verschwunden. Es hat Finsterklumpen gedroppt. Warum ist es verschwunden? Was ist gerade passiert? Alter. Gut, dann wurden wir von Miasma hinten angegriffen anscheinend. Ey, ohne Scheiß, dieses Spiel hat schon so viele Jumpscares gehabt für mich. Nee, ich habe tatsächlich noch gegen keinen Leuten gekämpft. Also ich weiß natürlich, dass es wieder welche gibt. Hat man ja schon gesehen so. Aber ich habe noch keinen einzigen gesehen, tatsächlich. Aber ich habe ja auch so viele noch nicht gesehen vom Spiel. Ist ja vollkommen in Ordnung. Stimmt, wir sollen ja auch in Schrein des Lebens zurück. Das habe ich ganz vergessen. Ist auch so versteckt, dass es hier überhaupt runtergeht. Ne? Ohne Spaß. Ich hätte es fast übersehen beim ersten Mal. Aber greifen die Jäger jetzt nochmal an? Ernsthaft? Aber Doppelschussbogen. Ha, Doppelschussbogen. Dankeschön. Sehr schön, haben wir ihn. Ist es immer noch ein Doppelschussbogen? Es ist immer noch ein Doppelschussbogen mit den genau gleichen Stats tatsächlich. Da haben sich die Werte nicht verändert. Finde ich aber gut. Okay. Und ich krieg nochmal eine Bauplansteinplatte. Ja. Laser-2-Rad. Bitte was? Wo zur Hölle ist hier der Schrein? Warum befindet sich hier kein Schrein? Es hieß doch immer, genau unter den Wurzeln ist ein Dings. Ist das weird? Oh mein Gott, ist das ein schwarzer Moblin? Ja, ach du Scheiße. Oh mein Gott, der ist mit Abstand der schwerste Gegner, den wir bisher hatten. Ja, sehr schön. Und jetzt mit dem besten Bogen. Wie macht das? Plus 10. Ja, das war sehr schön. Das war sehr schön. Sehr schön. Das ging doch ganz gut. Okay, Moblin Herz ist auch neu. Aber jetzt bin ich gespannt. 24, Alter. Das ist ja nicht mal ein Horn. Was ist das überhaupt? Das wurde mir auch ganz oft gesagt, dass ich unbedingt hier hingehen soll. Und das sieht schon wieder nach Jägerversteck aus, oder? Und hier ist nochmal ein Abgrund, Alter. Es gibt ja vier Löcher hier. Digga, was zur Hölle? Ich bin stark verwirrt über das Plateau immer noch. Ich glaube, selbst mit Rakete will ich nicht weiterkommen. Wofür fliege ich denn die ganze Zeit hier hoch? Da vorne ist ein Würfel einfach, Bruder. Ich habe so viele Fragen einfach immer noch. Wir machen einfach ganz unbeirrt weiter auf dem Plateau, wo wir eigentlich weitermachen wollten, okay? Also wir müssen auf jeden Fall noch in die Zitadelle. Das sollte klar sein, denke ich mal. Oh mein Gott. Gott, okay. Alter, okay, das wird heftig. Aber wir machen das. Ich fackel da gar nicht lang rum. Wir machen das einfach. Pass auf, wir machen nämlich so. Wir nehmen nämlich die Knospe, ballern die schönen Kopf. Sehr schön. Und jetzt tötet er erstmal seine ganzen Kollegen. Und wir gucken dabei zu, okay? Ja, sehr schön. Okay, er macht gar nicht mal so viel Schaden irgendwie. Nehmen erstmal einen Bombenfall, würde ich sagen, oder? Auch rein da. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, der erste ist tot. Wunderbar. Und der droppt schon heftigen Shit. Gott, Alter, tankt der viel. Ach du Scheiße. Passt schon. Oh mein Gott, war das knapp. Ja, wir haben es einfach geschafft. Oh mein Gott, das ist heftig. Das wird safe richtig heftig sein. Das ist ein Königszweihänder mit der Stärke von 14. Alter, die sind alle so schlecht geworden, wirklich. Aber halt, schwarzes Bossbockhorn, 27er Synthese-Angriffsstärke. Erstmal den Königszweihänder, hat er irgendeinen Bonuseffekt. Stärkt den Angriff beim perfekten Ausweichen. Oh, der ist im Bullet-Time stärker. Lass doch einfach mal das Horn nehmen, tatsächlich. Und baller das jetzt an unseren Zweihänder dran. Ein 41er Zweihänder. Wenn wir im Bullet-Time gehen, macht der noch mehr Schaden. Und guck mal, wie heftig das aussieht. Alter, das ist mal eine starke Waffe, oder? Auch schon wieder ein NPC. Aber das ist safe wieder ein Böser, ne? Ja, Reisender. Ach, halt dein Maul, komm. Warum sind hier nur Jäger auf dem Plateau? Warum haben die Jäger einfach das Plateau eingenommen? Was ist da passiert? Wir sind hier bei der Hütte, wo wir definitiv nicht sein dürften. Ja, offensichtlich. Also man will nicht, dass wir hierher kommen. Deswegen die Frage, was lauert da drin auf uns? Oh, da sind Jäger. Okay, die Pfähle sind platziert. Da kommt doch nie jemand vorbei. Ich frage mich, ob das wirklich nötig ist. Nee, auf gar keinen Fall ist das nötig. Das Einzige, wonach wir Ausschau halten müssen, ist dieser nervige Link. Oh mein Gott, ist das ein Shop? No way. Da kann ich einfach Jägerrüstung kaufen? Das Bandenbuch enthält wichtige Geheiminformationen. Tabu für alle außer Jäger, okay? Ich da jetzt einfach so reinsteppe, so. Hallo. Es ist Link. Link ist hier. Auf zum Gegenangriff. Flurry Rush, was bedeutet? 41, jetzt mit Boost. Rein da.
Oh mein Gott, der Damage. Der Damage einfach. Tut mir leid, es tut mir leid. Ich mach mich sofort an die Arbeit. Hä, so was geht's denn? Du hast die Jägermeile vertrieben? Das heißt, ich kann jetzt nach Hause gehen? Ja, kannst du. Juhu. Ja. Er schenkt mir echt eine Jägermaske, wie geil. Das ist ziemlich wild, wenn ihr mich fragt. Was ist das denn? Das soll Link sein, ne? Ja, so sieht Link aus, so sehe ich aus. Ach so, lol, das ist sehr einfach, das ist das Akala-Institut. Dann ist das hier das Plateau offensichtlich, wo wir uns gerade befinden. Das hier ist das alte Jägerversteck, ne? Ja, das ist tatsächlich relativ im Nichts, einfach neben dem Krogwald. Also haben die Jäger einfach 4 Hideouts, sehr interessant. Ist hier unten auch irgendwas drin, lol. Oh mein Gott, was? Das ist ein Krog, oder was? Wie cool. Oh Gott, hier war ein Ausdauerhonig drin in DOTW. Dachte ich mir, was ist denn jetzt hier in der kleinen Höhle drin? Ja, das finde ich echt gut, dass die neue Krogmuster hinzugefügt haben. Es wäre echt ein bisschen langweilig gewesen, wenn nicht. Ruinen des Tempels der Zeit. Warte mal. Tempel der Zeit. Es war die Zitadelle der Zeit. Da ist ein Unterschied. Hier übrigens immer noch bestes Hide-and-Seek-Versteck. Da ist ja sogar ein Krog. Wir haben echt ja Hide-and-Seek gespielt zu 11. Ne? Und ich habe mich hier oben versteckt. Falls ich nicht wusste, das ging in BOTW auch schon. Man konnte hier oben in BOTW hin. Dann erstmal hier wieder ein bisschen Ausdauer abholen, würde ich sagen. Scheiß auf Herzen. Wir machen nur Ausdauer, bis die Ausdauer voll ist. Vergessenes Plateau. Schlosstor. Gefangen. Auf dem Grunde des Wassers. Bitte, was? Oh mein Gott, was? Das ist schon wieder sehr, sehr sass, was sie gerade gesagt hat. Schlosstor. Schlosstor. Was denn für ein Schloss, bitte? Gefangen auf dem Grunde des Wassers. Aber ich denke mal, hier oben wird auch irgendwas sein. Also hier muss ja irgendwas sein. Kannst mir nichts erzählen. Also wenn hier oben kein Krog ist, dann bin ich zutiefst enttäuscht, wirklich jetzt mal. Ja, natürlich ist hier ein Krog. Natürlich ist hier ein Krog. Ich glaube, damals war in BOTW auch schon an der gleichen Stelle einer, aber das ist auch echt in Ordnung. Den darf man auch nochmal machen. Aber was ist jetzt hier? Alter, okay, ist einfach eine Truhe. Und es wird gespeichert. Einfach eine Truhe. Oh mein Gott, wie cool. Okay, alles klar. Ich check schon. Wir müssen anscheinend irgendeinen Stoffhändler oder sowas finden. Und dann, ja, okay, wir haben gerade quasi einen neuen Skin freigeschaltet. Okay, sehr cool. Sehr, sehr cool. Das ist auch sehr passend, dass es das hier gibt natürlich, ne? Wo auch sonst. Oh, ich liebe diese ganzen alten Anspielungen, ne? Das macht mich so glücklich, wirklich. Oh mein Gott, was? Das war tatsächlich eine sehr wichtige Truhe. Einfach mal den besten Schild gekriegt, einfach so nebenbei. Jo, bitteschön. So komplett random, ja wirklich jetzt mal. Oh mein Gott, ich glaube, ich weiß, was gemeint ist. Ich glaube, ich weiß jetzt, was die Statue der Göttin gemeint hat. Das wissen ja voll viele nicht, ne? Aber das Plateau hat ja einen Eingang. Moment, ich zeige es euch gleich. Ich zeige euch gleich, was ich meinte. Das Plateau hat eigentlich einen Eingang, ja? Was? Oh mein Gott, wisst ihr, was das ist? Wisst ihr, was das ist, Leute? Das ist ein antiker Pfeil, den wir gerade gekriegt haben. Oh mein Gott, wie sie die Lore einfach weiterführen. Ich liebe es doch. Ich glaube, voll viele sind gerade richtig verwirrt und denken sich, was labert der? Das hier ist ein antiker Pfeil. Es ist ein antiker Pfeil! Die gibt es einfach noch. Oh mein Gott, wie cool. Alter, macht mich das gerade glücklich, ne? An die, die es nicht wussten, ne? In BOTW waren es tatsächlich auch, man musste ja normale Pfeile mit diesen Dingern kombinieren, aber die gab es nicht als eigene Items, ja? Man sieht es aber, wenn man sich antike Pfeile genau anguckt, dass da mit einem Seil quasi dieses Ding oder so ein Dolch im Prinzip an einen Pfeil dran gebunden wurde. Und genau das machen sie jetzt in TOTK, nur dass du es selbst manuell machen musst. Ist das cool, ey. Oh mein Gott. Aber wie random auch, dass ich den in der Truhe gefunden habe, ne? Ich hätte die fast übersehen tatsächlich. Oh, das lohnt sich echt alles abzuchecken. Du kriegst an so vielen Orten einfach so coole Items zu Gesicht. Und allein ein antiker Pfeil ist ja auch super viel wert so. Oh, ist das nice. Ist das nice einfach. Ach, ich bin so happy mit diesem Spiel. Jedenfalls, genau. Hier war ursprünglich der Eingang vom Plateau. Beziehungsweise hier ist man rausgekommen. Das erkennt man jetzt heute nicht mehr. Auch in BOTW hat man es schon nicht erkannt. Man sieht es nicht wirklich. Aber hier unten war quasi der Eingang, ja? Und das ist jetzt halt irgendwann geflutet worden. Und das ist halt alles dicht offensichtlich. Man kann es aber nachvollziehen, wenn man an der Seite runterspringt. Das soll ich euch jetzt zeigen, weil ich denke mal, hier geht es tatsächlich drum. Guckt, guckt. Oh mein Gott, ja! Man kann es aufmachen. Genau das habe ich gehofft. Ich habe genau das tatsächlich gehofft. Das ist der Eingang vom Plateau gewesen, okay? Ich komme jetzt gar nicht drauf klar. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass man das echt aufmacht, dass dann das Wasser abfließt und dass man dann über eine Wendeltreppe nach oben gehen kann. Und wenn es das wirklich ist, raste ich komplett aus. Alter, das wäre so cool. Ich habe mich jetzt in BOTW damals auch immer schon vorgestellt, weil man wusste ja, dass es so sein wird eigentlich. Oh mein Gott, ist das schön. Freut mich das gerade, ne? Das war, wie gesagt, in BOTW wusste man es auch schon. Man hätte es nachvollziehen können. Und jetzt geht's einfach wirklich. Ist das cool, ey. Ja, okay, die Treppe ist nicht so ganz vorhanden, ne? Die ganzen Fische. Genau, das ist, was ich dachte. Man kommt jetzt einfach wirklich... Was? Was ist das denn? Du, der meine Stimme vernehmen kannst. Komm dorthin, wo ich bin. Zu den Ruinen des Tempels der Zeit. Folge den Weg zum Plateau im Süden. Was? Junge, dieses Spiel ist so strange einfach an so vielen Stellen. Und jetzt sind wir tatsächlich hier über den ganz regulären Weg, über den Eingang des Plateaus nach oben gekommen. Aber auf der Karte ist mal noch Wasser eingezeichnet, ne? Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gerade gesehen? Das Wasser hat sich gerade entfernt. Oh mein Gott, wie cool einfach. Vor allem, dass ich es selbst rausgefunden habe, ne? Das freut mich gerade voll. Und ich glaube, super viele wussten es ja nicht, ne? Aber ich habe das damals auch im Eisberg schon aufgegriffen, relativ gegen Ende, dass das tatsächlich hier der Fall ist, dass man hier eigentlich runter kann. Boah, es hat sich sowas von gelohnt, sich so extrem mit der BOTW-Lore auseinanderzusetzen und einfach jedes scheiß Secret in diesem Spiel zu finden. Weil genau das wird jetzt alles nochmal aufgegriffen und man wird so belohnt, wenn man das ganze Vorwissen hat. Also wirklich, das Plateau ist bisher der größte Nostalgie-Flash, den man als BOTW-Hardcore-Fan haben kann. Weil ich einfach jede scheiß Anspielung bisher verstanden habe. Das ist echt der Wahnsinn. So, jetzt aber. Was? Ein Ruf aus der Tiefe? Was geht denn jetzt ab?
Ja. Ja, oh mein Gott, warum fällt mir jetzt gerade... Oh mein Gott, warum fällt mir denn jetzt gerade erst auf, dass die Löcher genau alle an den Stellen sind, wo die Schreine waren? Lass meine Augen, die du dort vorfindest, in die Abgründe fallen, auf dass sie mich erreichen in der Tiefe unter diesem Tempel. Tust du dies, so sollst du dafür belohnt werden. Alter! Alter! Ist das cool! Ich hätte nicht gedacht, dass das Plateau so viel zu bieten hat. Das Plateau ist mit Abstand der coolste Ort bisher. Ohne Spaß jetzt mal. So, und jetzt, wo ist das Auge? So, einfach das hier vielleicht aufmachen. Ah, lol! Ja, okay. Sehr schön, haben wir. Ah, lol. Also anscheinend kann ich es auch mit Dings holen. Ultra Hand. Ja. Und Rinder. Sehr schön. Ich glaube, wir fliegen sogar vom Turm aus, ne? Komm, wir fliegen einfach vom Turm aus. Da war ich auf jeden Fall noch nicht, weil hier gibt es einen Krog. Danke. Wie kommen wir an die Truhe ran, bitte? Dann halt so. So. Dankeschön. Komm schon, irgendwas Gutes, irgendwas Gutes. Eine alte Karte, let's go. Es könnte aber sein, dass da das Leuchtset vollständig gemacht wird. Oh mein Gott, der ist gerade eine Sternstufe genau an mir vorbeigeflogen. Digga, was zur Hölle? Warte mal. Ich hab sie einfach in der Luft aufgefangen. Was ist das denn für ein geiler Flex, bitte? Okay, wahrscheinlich ist hier in dem Eisblock. Ja, höchstwahrscheinlich, ne? Ja, sehr schön. Und Rinder. Auge 3 von 4. Oh, schwarzer Exalfos. Gegen die möchte ich jetzt gerne mal gucken, was da passiert. Zack. Zack. Und zack. Wunderbar. Oh mein Gott, schwarzer Exalfos von 26. Das ist auch voll krass, Junge. Was haben die denn alles für Waffen, bitte? Oder für. Was haben die denn für Hörner, bitte? Das ist ja eher die Frage. Ja, die Synthese rückgängig. Droppen das Ding. Nehmen die Hellebarde und packen Ding 2 da dran. Hiermit in Kombination. Wunderbar. Ey, das ist doch mal was, oder? Das ist doch mal wirklich eine schöne Lanze hier, die ich habe. Das ist echt eine starke Lanze. Das ist echt eine richtig schöne, starke Lanze einfach. Moment. Ich habe gerade was richtig Tolles realisiert. Alter, das ist so cool. Ich habe gerade sowas Cooles realisiert, ne? Habt ihr gesehen, wie wir das hier gekriegt haben, dieses Auge? Durch Zeitumkehr. Und wisst ihr, was das für ein Schrein war? Stasis. Und Stasis war auch das gelbe Modul und hat halt optisch ähnlich aus wie das hier, ne? Wie Zeitumkehr im Prinzip. Wisst ihr noch, wie es beim Cryo-Schrein war eben? Beim Cryo-Schrein war es in einem Eisblock drin. Ja, genau, da war der Cryo-Schrein und das Auge war in einem Eisblock drin. Beim Magnetschrein war das Auge im Wasser drin. Man hat es quasi mit Ultrahand, also mit einer Art Magnet rausgeholt. Und beim Bombenschrein war es in der Wand drin und wir mussten die Wand aufbröckeln. Checkt ihr's? Alter, ist das cool schon wieder. Das ist schon wieder so ein nices Easter Egg. Das ist so ein Stuff, das landet in 5 Jahren in einem GameSpot-Video und ich denke mir einfach, ja, ich hab's damals direkt schon gepeilt. Das landet ganz weit unten im Eisberg, ja, Mann. Das ganze Plateau hier ist, also, das ist, alter Schwede, echt. So, ich hab's gemacht, bitteschön. Lass meine Augen, die du dort vorfindest, in die Abgründe fallen. Lass sie mich erreichen in die Tiefe unter diesem Tempel. Digga, das hab ich gemacht. Bitte was? Das hab ich gemacht. Hä, das hab ich doch gemacht. Was ist das Problem? Muss ich hinterher springen? Oh no. Ach so, lol, unter der Zitadelle. Ja, ist ja eigentlich auch logisch, ne? Verlassene Zentralmine. Oh mein Gott, jetzt ergibt es auch Sinn. Jetzt ergibt das auch alles Sinn. Ich bin so lost, wirklich. Sorry, ich stand ein bisschen auf dem Schlauch. Unter die Statue. Ja, ja, genau da, wo die Statue halt stand, wahrscheinlich. Das macht so viel cooler, als einfach die Augen nur runterzuschmeißen. Aber wie sehr kann man auf dem Schlauch stehen, wirklich jetzt mal? Oh mein Gott, ja, bruh. Es ist schwer zu finden. Es ist wirklich, wirklich schwer zu finden, muss man sagen. Du hast ein Auge zurückgebracht. Mario Kart für Arme. Zelda so, Link, bitte finde mich. Link so, nope. Mario Kart für Arme. Das ist der Grind, Alter. Nio, 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 nio. Oh, es hat funktioniert. Wow. Sehr schön. Hier war das, ne? Dieses Auto hält echt alles aus. Das ist ja der Wahnsinn. Boah, was ein Express. Direkt vor die Haustür geliefert, Junge. Ich hoffe, es geht gut mit den Raketen. Aber ich denke mal schon. Was soll schon schief gehen, oder? Was soll schon schief gehen? Jetzt bitte einfach ganz normal Gas geben, okay? Junge! Oh mein Gott, okay, mit Kurven kommt er nicht so gut klar anscheinend. So, drittes Auge. Auf. Ja, fein! Ein Feini! Ich bin so gespannt, was gleich passiert. Also, es ist ja so eine große Quest, da muss ja irgendwas dahinter stecken. Lass doch wirklich mal einen richtigen Jet bauen, oder? Einen richtigen Jet. Ist es jetzt gespeichert bei Bauautomatik? Zu Favoriten. Ah, okay, weil das ist echt stark. Also, das ist, glaube ich, ein guter Jet, so denke ich mal. Kriegen wir hin. Achtung! Yo, das klappt ja immer viel zu gut, hä? WTF, das klappt ja immer viel zu gut. Ich hab gedacht, es wird ein bisschen chaotischer, aber ich bin voll zufrieden. Oh, wow, 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 wow. Oh, hier ist eine Truhe. Wie hab ich die denn übersehen? Das hat ja perfekt gereicht. Das hat perfekt gereicht einfach. Und wir kriegen großes Szenarium, dankeschön. Das Spiel stellt BOTW wirklich absolut in den Schatten. Das kann ich wirklich nur unterschreiben. Ich sag das als absolut riesiger BOTW-Hardcore-Fan. Also jetzt mal ohne Spaß so. Ich kenne niemanden, der BOTW so viel gespielt hat und so viel enjoyed hat wie ich eigentlich. Aber dieses Spiel stellt BOTW sowas von in den Schatten. Alter Schwede. So, und was passiert jetzt, Junge? Okay. Wir haben es geschafft. Wehe, das ist jetzt einfach ein Herzcontainer oder so eine Scheiße. Lass mich dir nur deine Belohnung angedeihen, wie ich es versprach, zum Dank für deine Mühen. Das ist wirklich nur ein Container. Ich bin ehrlich, ich habe schon irgendwie mit einer besonderen Belohnung gerechnet. Das ist cool und alles, aber ja. Okay.
Okay, gut. Nun ja. Ja, macht Sinn, macht Sinn. Vier Augen, vier Container, es waren quasi vier Schreine. Ich verstehe schon. Ja, okay. Für die Nostalgie war es richtig cool, aber ich habe schon ein bisschen gehofft, dass wir was Besonderes kriegen, wenn ich ehrlich bin. Ah, schade, schade, schade. Keine Ahnung. Ich hätte jetzt sogar cooler gefunden, wenn wir jetzt den Stoff fürs Parasegel gekriegt hätten. Ganz ehrlich. Majora's Mask oder so. Ja, das ist ja auch nicht gepasst. Vielleicht auch ein besonderes Kleidungsstück. Auch das, ja. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Ich nehme alles. Und dann nehme ich noch die hier. Ich nehme alle. 180, let's go. Das heißt, ich kann mir fast zwei Batterien schon wieder kaufen. Wenn hier ein Schrein ist, dann findet sich ja hier eine Wurzel. Gehen wir doch da noch schnell hin. Geheimquelle des Lebens. Bitte was? Wo bin ich jetzt gelandet? Oh mein Gott, ist es unter... Ah, es ist unter dem Schrein des Lebens. Oh, wie cool. Oh mein Gott. Das war ja klar eigentlich, ne? Das heißt, eigentlich ist hier der fünfte Titan, ne? Das wäre auch krass gewesen, oder? Wenn sie den fünften Titan wieder hier irgendwie reingebaut hätten, selbst nur als Ruine. Uiuiui. Oh mein Gott, okay, dann würde ich das auch noch machen. Was befindet sich unter der Arena-Ruine? Ich würde einfach mal schätzen, dass sich da jetzt auch ein Boss befindet, wo halt auf der Overworld der Gliok ist. Okay, die Brücke ist auch noch da. Oh Mann, das ist so cool, echt so eine Parallelwelt zu haben. Schwimmende Arena, oh, wie cool. Leune? Wir haben unseren ersten Leunen. Oh mein Gott, wir haben unseren ersten Leunen. Yes, ich habe so drauf gehofft, ne? Ich habe so drauf gehofft einfach. Let's fucking go. Ey, da sehe ich mich jetzt. Der Miasma-Leune einfach. Ey, der zählt ja gar nichts. Ey, ohne Gegendamage. Jetzt passt auf, passt auf. Achtung. Wir kennen den Scheiß doch. Wir kennen den Scheiß doch, Leute. Okay, ich glaube echt, die Leunen sind hier keine Bedrohung mehr, muss ich ehrlicherweise sagen. Also es wirkt bisher genau exakt gleich. Da habe ich doch einfach zu viel Erfahrung mit. Achtung. Scheiße. Ich blamier mich nur. Ich blamier mich nur, wenn ich rede. Oh, okay, okay, okay. Ich dachte, dass ich da kann nicht ausweichen, aber das haben sie anscheinend geändert. Notfallstärkung, da sehe ich mich, oder? Ja, oh mein Gott, Digga. Das ist super, weil ich kann mich gerade sowieso nicht hochheilen. Warte, was macht der jetzt? Was? Hat beim Horn angegriffen irgendwie. Fuck. Okay, wir haben nur noch unser Königsschild. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Achtung. Sehr schön. Wir haben ihn. Wir haben unseren ersten Leuen besiegt. Ich kann ihn nicht mehr fotografieren. Verdammt nochmal. Nein, oh mein Gott, was? Leunenhuf, okay, sehr stark, habe ich damit gerechnet. Leunenschild, danke. Leunenmassivhorn, 18. Und das war ein roter Leune, ne? Leunensäbelhorn, was? 22. Und noch ein Bogen, Leunenbogen. Okay, wir haben anscheinend mehrere Leute. Digga, das ist einfach mit einem Geweih. Wenn wir das schaffen, ist halt ehrlich crazy. Sehr schön. Der Leunenhunter. Der Leunenhunter ist wieder am Start, Guys. Wir schaffen das. Wir müssen es schaffen. Ich hoffe, da kommt kein Dritter hinterher, Junge. Wenn da noch ein Dritter oder Vierter kommt, dann bin ich komplett erledigt. Aber schön, dass wir jetzt echt mal so einen Boss-Rush bekommen. Wie heftig ist das bitte? Oh mein Gott, close one, close one. Ja, sehr schön. Ich glaube, wir haben ihn. Bitte kein Dritter. Bitte kein Dritter. Jetzt komm schon. Da kommt noch ein Dritter. Da kommt nicht wirklich noch ein Dritter. Ihr habt Lack gesoffen, wirklich. Oh mein Gott, war das knapp. Digga, drei Leunen hintereinander. Ist halt echt gut, dass ich dieses ganze Angriffsmuster noch genau im Kopf habe. So, muss man ehrlich sagen, ne? Ich freue mich echt, wenn andere das hier spielen. Andere werden hier richtig leiden, aber ich halt als Leunhunter XX Schneile XX Unterstrich habe hier halt keine Struggles tatsächlich. Also keine Struggles ist auch übertrieben, ne? Trotzdem, ich bin für einiges gewappnet, muss man sagen, ne? Alter, das ist doch mal ein... Oh Gott, ey. Und? Sehr schön. Achtung, und rein da. Oh mein Gott, mein Herz. Mein Herz gerade wirklich, ne? Ich glaube, ich habe es gleich geschafft. Ich habe es basically geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Mit einem Herz zwei Leunen besiegt. Da sind wir wieder. Nein, das ist nicht... Ja, das könnt ihr nicht machen. Das könnt ihr nicht machen. Junge, als ob die nicht mal mit drei... Junge, was habt ihr denn? Was ist denn euer Problem wirklich jetzt mal? Okay, weiter geht's. Ich muss echt, glaube ich, mit irgendwas fusionieren. Das ist abartig. Alter, was sind das für Hörner bitte eigentlich? Also, was ist denn mit ihm los? Fuck, ich habe gerade keine gute Waffe tatsächlich. Das ist nicht so nice. Wir droppen. Scheiß drauf. Weißer Leune, Säbelhorn auf den Boden. Zack. Und jetzt wechseln wir kurz zu einer anderen guten Waffe. Die helle war das sehr gut. Und fusionieren damit. Ja. Nein. Oh, ist eine dumme Scheiße, wirklich jetzt mal. Ah, Mann, wie nervig. Einfach weitermachen, unbeirrt. Wunderbar, wunderbar. Ich glaube, wir haben ihn fast. Warum ist er nicht gesprungen? Ich darf den Schild nicht ausrüsten mit einem Zweihänder. Ich hasse es, mit Zweihänder gegen Leuten zu kämpfen, aber ich habe halt keine Wahl. Alter. Oh mein Gott, ja, tschüss, Königsschild, I guess. Oh mein Gott, Mann, was ist denn los mit ihm? Voll Durchhaltevermögen, ich hätte längst geragequittet. Digga, ich kann das noch eine Stunde machen. Yes, 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 yes. Geil, ich glaube, ich hab's. Ich hab ihn. Bruder. Oh mein Gott. Der war anspruchsvoll. Wenn jetzt ein goldener Leune kommt, bringe ich mich um. Ja, alles klar. Macht's gut, Leute. Ciao. Wir haben ein Chimärenschild. Digga, 55. Ich werde komplett behindert. Das ist alles. Oh mein Gott, was geht hier ab? Und was ist das bitte? Was ist das? Also, sind wir noch mit einem Panzer, glaube ich, ne? Wir lassen uns davon gar nicht unterkriegen, okay? Die Waffe sieht sehr, sehr wild aus. Ich sag's euch ehrlich. Die Waffe sieht ziemlich wild aus. Okay, ist tatsächlich ein silberner Leune einfach. Oh mein Gott, Digga. Was ist das für eine Waffe einfach?
Sehr schön. Risky, viel zu unnötig riskant, wirklich jetzt mal. Ich muss wissen, was in der Kiste ist. Ich spüre den Bernstein. Bruder, wenn da ein Bernstein ist, dann boykottiere ich TOTK wirklich jetzt mal. Dann ist vorbei einfach. Dann höre ich auch mit diesem Spiel. Bernstein, ich hab ihn. Ich glaube, ich hab ihn. Wenn es jetzt wirklich nicht der letzte war, also das muss der letzte gewesen sein. Ernsthaft jetzt mal. Das waren 5 hintereinander. Das ist gottlos. Ich hab ihn. Was zur Hölle ist da drin, bitte? Was ist in dieser Kiste drin? 29. 29, willst du mich verarschen? Was war das denn für eine wacke Waffe, bitte? Das sah so heftig bei ihm aus und das hat halt so viel Schaden gemacht, weil er es halt ist. So, und was kriegen wir jetzt? Ja, danke. Damit können wir wirklich arbeiten. Das ist doch was Schönes. Das ist eine würdige Belohnung. Ganz im Ernst, das ist eine sehr würdige Belohnung. Alter, was... Ich bin so done. Ich bin so fertig mit den Nerven. Lasst Like da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.